Neueste Nachrichten. Döwe, Mama Antennenwels, mag anscheinend ihren großen Antennenwels nicht und hat ihre Babys unter die Wurzel gelegt. Da liegen sie nun. Und sie hat Papa Wels, das war witzig zu beobachten, immer wieder aufgefordert zu kommen. Der kommt aber nicht, sondern der geht ganz schnell in seine Höhle, weil er sie auffordert, in die Tonhöhle zu kommen. Also legen die da schon eine gewaltige Weile unbeachtet. Und dann hat sie den Albino aufgefordert zu kommen. Aber der ist natürlich noch zu klein, der wusste gar nicht, wie ihm geschieht. Jetzt schauen wir mal, ob der Papa, der normalerweise echt fies zu ihr ist. Ja, seht ihr, sie zeigt ihm, komm hier lang. Und er ist immer noch fies zu ihr. Ob er es jetzt findet? Nein, er dreht wieder um. So ein Depp. Aber so geht es jetzt schon ungefähr eine halbe Stunde. Sie versucht es ihm immer wieder zu zeigen. Und ich bin gespannt, wenn er es findet, er findet es hoffentlich, ob er es dann abtransportiert in die Höhle oder ob er wirklich hier einen Brutversuch startet. Kann man sich nicht vorstellen, dass das gelingen kann. Aber was das heißt, jetzt hat er es. Nein, links, links, links. Dass die nicht da irgendwas riechen. Jetzt, er hat sie. Oh mein Gott, er hat sie. Er hat sie gefunden. Und was macht er jetzt? Jetzt wird spannend, was er damit macht. Das kann kein guter Ort sein. Wie will er da für die sorgen? Aber gut, er scheint die Herausforderung anzunehmen. Mir unbegreiflich, wie er das machen soll. Aber was das heißt ist, selbst wenn ich die Tonhöhle rausnehmen würde, produzieren die dann immer noch Junge. Tja, Burschi. Hübscher Burschi, ne? Ist der nicht groß und hübsch? Was macht er mit den Eiern? Das sind deine Eier. Ja. Was machst du jetzt mit denen? Fressen vor lauter Verzweiflung? Naja, ich werde euch berichten, ob er die vielleicht rüber transportiert. Aber sieht eher so aus. Er fängt nämlich schon an zu fächeln, als ob er diese Herausforderung annimmt. Ja, mal sehen. Wieder was Neues zu beobachten. Streng dich an, Burschi.